So viel von meiner Seite aus. Jetzt freue ich mich eigentlich ganz besonders, die Eröffnungs-Keynote anzukündigen von gleich drei Expertinnen und Experten. Und das Thema ist jetzt nicht sozusagen ein .NET-Release oder ein Software-Release im Allgemeinen, das gerade so erschienen ist, sondern wir gucken allmählich in die Zukunft. Und der Titel ist vielleicht so ein bisschen kokett, ja, dass er Past, Present and Future sagt. Ja. Letzten Endes, wir haben auch gestern Abend beim Bier, ich beim alkoholfreien Bier, nochmal diskutiert. Es geht natürlich um Zukunft, aber es geht natürlich um eine wahnsinnig verheißungsvolle Technologie, WebAssembly. Habt ihr alle gehört? Und wir haben uns eben entschieden, einen Ausblick drauf dran zu geben, weil WebAssembly tatsächlich einer der Kandidaten ist, der in absehbarer Zukunft sehr vieles in der Softwareentwicklung verändern könnte. Begrüßen Sie bitte Thorsten Hans, Martina Kraus und Christian Weyer. Bitte sehr. Einen wunderschönen guten Morgen. Auch ich bin laut. Klar, wer hätte es gedacht. Einen wunderschönen guten Morgen. Hallo. Ja? Nee. Kommt, Leute. Es ist basta. Es ist doch wie Urlaub. Ihr wisst es doch, ja? Seit so vielen Jahren. Vor allem die daheim. Schreit mal so laut, dass wir euch von überall hier in Frankfurt hören können. Einen wunderschönen guten Morgen. Hallo. Ja, wunderbar, cool. Ich freue mich, hier mit der Martina zusammen und mit dem Thorsten zusammen diese Keynote machen zu können. Der Sebastian hatte ein alkoholfreies Bier, wir hatten kein Bier, weil wir sind noch nicht in Franken, ja, weil außerhalb von Franken gibt es ja kein Bier. Aber wir haben dennoch so ein bisschen darüber gesprochen, in welche Richtung dieses ganze Thema denn so geht. Und das Problem, was wir schon immer hatten in der Softwareentwicklung, und das weiß ja jeder, wir haben ja zwei große Probleme in der Softwareentwicklung, oder? Zwei. Off by one errors, das ist schon mal klar. Dann Cache-Invalidierung und Naming Things. Und Naming Things ist hier haargenau das gleiche Problem. WebAssembly ist nämlich alles Mögliche, aber es ist weder Web noch ist es Assembly. Und wir wollen heute zusammen mit euch mal einfach gucken, was konnte man denn schon immer mit WebAssembly machen. Also das ist der Past-Teil. Ja. Hört sich tatsächlich ein bisschen kokett an, aber es ist gar nicht kokett gemeint. Sondern einfach mal schauen, was konnte man schon immer machen mit WebAssembly? Was kann man denn heute machen und was kann man denn anfangen mit WebAssembly zu machen? Und wo wird vielleicht die Reise hingehen von WebAssembly, was man vielleicht sogar nicht auf dem Schirm hat und wo man vielleicht gar nicht weiß, in welche Sphären wir uns begeben können? Wir hier auf der Basta, ich meine die Martina nicht, die Martina hat sich schon immer auch mit Nicht-.NET-Themen auseinandergesetzt, aber der Thorsten und ich, wir sind ja so alteingesessene .NET-Indianer. Und wir hier auf der Basta, die halt doch schon noch sehr .NET-lastig ist, wir kennen WebAssembly wahrscheinlich primär von Blazor WebAssembly. Ja? Aber nee, Blazor WebAssembly hat auch ganz viel mit irgendetwas zu tun, aber tatsächlich relativ wenig mit der Grundidee von WebAssembly. Und das wollen wir eben jetzt so ein bisschen auflösen und euch mal zeigen, was denn tatsächlich WebAssembly ist und wo uns das Ganze hinführen kann. WebAssembly Past, Present, Future. Was ist WebAssembly jetzt? Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten der Definition, unterschiedliche Sichtweisen auf das ganze Thema. Die Martina wird gleich noch eine zweite Sichtweise geben. Wir wollen einfach mal zum Anfang eine sehr, sehr technische Sicht geben, nämlich auf die Art und Weise WebAssembly oder abgekürzt WASM, daran müsst ihr euch übrigens gewöhnen und bitte genau diese Schreibweise. Großes W, kleines ASM. Nicht großes W, großes ASM. Großes W, kleines ASM. WebAssembly ist eine sichere, sehr, sehr, sehr schnelle und vor allem extrem portable Ausführungsumgebung. Ja? Oder wie wir hier auf den Folien geschrieben haben, Stack-basierte Ausführungsumgebung. In den Spezifikationen und in den offiziellen Dokumenten steht dann da tatsächlich noch das Wort Virtual Machine. Das hat jetzt aber nichts mit der VM zu tun, von VMware, ja? Oder irgendwie von Hyper-V, sondern das informationstechnische Konzept einer virtuellen Maschine, dass ich eben nicht eine physikalische Maschine haben muss.
Das hört sich jetzt alles irgendwie unspektakulär an, weil wir haben es gestern mit Sebastian Mayen gehabt. Sebastian ist ja ein alter Java-Indianer. Und Java hat es ja irgendwie schon vor 25 Jahren uns alles irgendwie so versprochen und dieses Bild gemalt. Bei WebAssembly ist es aber nur ein bisschen anders. WebAssembly ist gebackt von sehr vielen großen Unternehmen, ja, und nicht nur einem, so wie damals Sun oder jetzt heutzutage hauptsächlich Oracle. Klar gibt es auch eine große Java-Community mit Standardisierungsgremien und Formalitäten, aber bei WebAssembly stehen wirklich sehr, sehr große Unternehmen dahinter, plus eben die Standardisierungsgremien, wie zum Beispiel das W3C oder die sogenannte Bytecode Alliance. Und die Bestrebung ist eben ein ubiquitäres, ja, also ein allgegenwärtiges Ausführungsmodell und allgegenwärtige Ausführungsmöglichkeiten für jedweden Code zur Verfügung zu stellen. Das ist so die Idee. In der Zukunft wird WebAssembly sehr viel können, aber bis heute ist es halt sehr, sehr, sehr fokussiert auf den Browser. Ja? Ich habe es gerade eben schon erwähnt, Blazor WebAssembly ist das, was wir hier so kennen, was ja auch im Browser ausgeführt wird. Die Martina wird gleich noch ein bisschen mehr dazu erzählen. Das hat eigentlich angefangen 2017. Ja? Das ist bei uns die Vergangenheit. Ich weiß, im Projektalltag ist 2017 gerade mal gestern gewesen. In der schnell fortschreitenden Welt von Spezifikationen und Technologien ist 2017 wirklich schon verdammt lang her. Also verdammt lang her. Und wir könnten halt basierend auf dem, was 2017 sich erdacht wurde und was auf die Strecke gebracht wurde, hauptsächlich Code ausführen im Browser. Heute schaut schon ein bisschen diversifizierter aus. Ja? Das wird der Thorsten uns dann gleich zeigen, in welche Richtung wir uns da entwickeln, warum wir das überhaupt wollen. Wie wir das Ganze dann auch umsetzen können, dass wir eben dann auch das Ganze jenseits des Browsers machen, also Server, Cloud, Serverless und ähnliche Dinge. Und last but not least schaue ich selber dann noch mal ein bisschen weiter nach vorne, weil ganz ehrlich, ganz, ganz viele Dinge sind wirklich zwar heute da und kann man heute anfangen, aber ganz vieles, was wir hier sehen werden, und das ist ja auch so die Idee, ja, von einer Keynote, ist wirklich noch einige Jahre nach draußen. Das heißt, ihr habt noch Zeit, euch damit zu beschäftigen. Aber wir wollen dann eben auch schauen, was wird denn in vielleicht 3 bis 5 Jahren alles möglich sein, wo wir WebAssembly sehen werden, wo wir WebAssembly nutzen können und welchen Mehrwert uns WebAssembly dann entsprechend bringen wird. Past, Present, Future. Und in der Past fangen wir eben an mit dem Browser. Und da würde ich jetzt die Martina bitten, uns einfach mal zu zeigen, in welche Richtung das Ganze geht. Genau, vielen, vielen Dank, Christian. Mein Name ist Martina. Auch ich begrüße euch herzlich zu dieser frühen Morgenstunde, um ein bisschen über die Vergangenheit von WebAssembly zu plaudern. Wie Christian auch schon erwähnt hat, ich komme gar nicht aus einer .NET-Hintergrund, sondern mein Hintergrund ist eher die Webentwicklung. Hauptsächlich Angular, JavaScript, die Sprache, die man lange sehr verrufen hat und deshalb sehr glücklich war, dass jetzt endlich WebAssembly letztendlich kam. Familiär bedingt habe ich mich auch ziemlich stark mit C++ beschäftigt. Daher war WebAssembly dann schon seit 2017 sehr interessant für mich, um eben herauszufinden, hey, ich kann plötzlich meinen C++-Code irgendwie auch im Webbrowser laufen lassen. Die Frage, die sich natürlich stellt, ist, warum, ich habe jetzt eine native Desktop-Applikation, warum sollte es für mich überhaupt wichtig sein, jetzt nun meine Applikation im Webbrowser laufen zu lassen? Und da hat sich natürlich auch in den letzten Jahren der Browser zu einer Applikationsplattform entwickelt. Wir haben Projekt Fugu, was sehr, sehr viele Browser-APIs mit sich bringt. Wir haben die File Access API, mit der wir aus dem Browser raus eben auf unser Filesystem zugreifen können. Wir können Bluetooth anstecken und es wird direkt an den USB, wird alles direkt an den Browser geforwardet. Wir haben eben eine richtige mächtige Web-API in unserem Webbrowser, sodass wir immer und immer näher das Gefühl bekommen, wenn wir im Webbrowser sind, dass wir eine nahezu native Desktop-Applikation laufen lassen können. Der tatsächlich coole Vorteil ist aber auch,
dass ein Browser nahezu überall läuft. Egal ob macOS, Smartphone oder auf unserem Tablet, natürlich auch ein Windows-Rechner, überall läuft der Browser. Das heißt, wenn unsere Applikation im Browser läuft, folgt, dass auch unsere Applikation nahezu überall läuft, wo eben ein Browser laufen kann. Ein weiterer Vorteil, der oftmals gar nicht so bedacht wird, ist das Update-Management. Ich habe letztens einen Kunden gehabt, der hat Maschinen in einem Maschinenbau und wir haben die ihre Software auf den Maschinen geupdatet. Die sind mit einem USB-Stick an die erste Maschine gegangen, haben das geupdatet, an die zweite Maschine gegangen, haben das geupdatet, SSD-Karten, alles Mögliche. Wenn meine Applikation im Webbrowser läuft, wie funktioniert das dann? Die Applikation wird gestartet und die neueste Version wird vom Webserver eben gefetcht. Und mein Update ist bereits da, weil eben der Browser gängige Protokolle wie HTTP, die sich eben schon um sowas kümmern, out of the box implementiert. Das heißt, nativ in unserem Browser zu bringen, bringt einige Vorteile mit sich. Natürlich könnten wir auch sagen, okay, wir haben jetzt 10 C++-Entwickler, die lernen jetzt alle JavaScript. Es gibt zig Angular-Schulungen. Ich halte selbst welche, wenn jemand Interesse hat. es gibt zig Angular-Schulungen oder auch andere JavaScript-Schulungen. Warum nicht einfach JavaScript lernen? Ja, jetzt, wenn man gerade aus dem C++-Bereich kommt, hat man vielleicht nicht gerade Lust, JavaScript zu lernen. Sagen wir es einfach mal so. Wo es eigentlich total egal ist, ob ich eine Variable deklariere oder nicht und von Typen ganz zu schweigen. Warum also WebAssembly? Christian hatte schon gesagt, zum einen, weil es natürlich schnell ist. Wir haben hier einen Low-Level-Bytecode, der eben ziemlich schneller heruntergeladen werden kann als vielleicht das ganze JavaScript-Bundle. Kompilierte Sprachen sind meist schneller als interpretierte Sprachen. Auch da ist aber ein bisschen mit Vorsicht zu betrachten, denn gerade die V8-Engine tut einiges, um JavaScript auch in ihrer Execution Speed tatsächlich schnell zu haben, aber natürlich auch hauptsächlich portabel. Portabel allein deswegen, weil es eben im Webbrowser läuft. Wenn wir eine Exe-Datei oder eine ausführbare Datei auf unserem Desktop laden und sie ausführen, ist nicht immer sichergestellt, dass die nicht vielleicht etwas kaputt macht. WebAssembly, dadurch, dass es im Browser läuft, basiert auf existierende sogenannte Sandboxing-Tools. Das heißt, ich kann meine native Desktop-Applikation, wenn ich sie portiert habe, in einer sicheren Umgebung im Webbrowser ausführen. Und das Letzte und Allerbeste ist, ich muss mir kein Flash oder Silverlight installieren. Das heißt, ich habe keine Plugins, ich bombardiere mir meinen Webbrowser nicht mit irgendwelchen Sachen zu, die zum Schluss vielleicht auch noch Sicherheitslücken haben, denn es ist auch standardisiert durch das World Wide Web-Konsortium. Jetzt denkt man sich, voll geil, Martina, du versprichst uns ja gerade kein JavaScript. Ich muss nie wieder JavaScript lernen. Ich habe eine C++, Rust, C#-Applikation, bam, und im Webbrowser. Das ist leider nicht ganz der Fall, das tut mir leid. Aber das World Wide Web Consortium hat von Beginn an auch gesagt, dass WebAssembly nicht konzipiert wurde, JavaScript zu ersetzen, sondern es mehr zu vervollständigen. Ja, da gibt es eine Menge zu vervollständigen, denken vielleicht die einen oder anderen. Aber tatsächlich, wenn Sie WebAssembly nutzen wollen, muss man noch ein bisschen Ahnung haben, was in diesem Webbrowser eigentlich passiert. Wie HTTP funktioniert vielleicht und eben diesen Brückencode oder Bridging-Code zwischen den Browser-APIs, aber auch dem WebAssembly-Modul eben zu schreiben. Teilweise wird er aber auch mithilfe von Tools für einen generiert. Kommen wir zu typischen Anwendungsszenarien von WebAssembly im Webbrowser. Da haben wir natürlich zum einen die Migration von bestehenden nativen Applikationen. Meist hat man ja eine Codebase von mehreren hunderttausend Zeilen C++ oder Rust-Code. Ich spreche immer C++, weil das halt, wie gesagt, mein Hintergrund ist, aber man kann auch Java, C#,
auch in WebAssembly portieren und das eben dann im Webbrowser laufen lassen. Ein zweiter Anwendungsfall ist natürlich ganz klar, als Webentwickler die Vorteile nutzen der Schnelligkeit von WebAssembly. Ich komme darauf nochmal genau zurück, was diese Use Cases dafür genau sein könnten. Migration, da gibt es tatsächlich mittlerweile einiges an Tools. Christian hat schon gesagt, seit 2017 gibt es WebAssembly, kann man WebAssembly in den Webbrowser bringen und gerade angefangen mit Rust und C++ gibt es da M-Skripten, die Toolchain eigentlich überhaupt für C++. Darüber habe ich schon vor 4 Jahren eigentlich einen Vortrag gehalten, wie man das machen kann. Wasmpack als ein Rust-Compiler für WebAssembly und natürlich LLVM, das ist so, das kennt man vielleicht, das ist auch so der Umbrella-Begriff für ganz viele Compiler, Frontend, Backend-Compiler, um eben Sprachen wie C++ nach WebAssembly zu portieren. Das Coole an zum Beispiel auch M-Skripten ist, dass es eben C++-Features, der Standard-Lib, auf Web-APIs mappt. Ganz einfaches Beispiel, C++, ich habe eine Printf-Anwendung und das wird einfach zum Schluss gemappt auf eine Konsolen.log-Anwendung im JavaScript in der Web-API. OpenGL wird auf WebGL gemappt. Das heißt, es ist nicht nur das reine Portieren, sondern es wird auch eben die äquivalente Browser-Web-API verwendet, um eben genau das darzustellen, was in unserem nativen Code passiert. Jetzt rede ich nur davon, eine gesamte Applikation zu portieren, aber gerade uns als Webentwickler steht plötzlich die komplette Welt der Libraries anderer Sprachen zur Verfügung. Bildverarbeitung. Typisches Beispiel, was ich vielleicht jetzt im Browser machen möchte. Auch wenn wir wissen, dass die NPM Registry 50 Milliarden Packages hat, bin ich mir sicher, dass C++ einige mehr Packages hat, um eben Bilder verarbeiten zu können. Und jetzt können wir genau diese Bibliotheken von Rust oder C++ nach WebAssembly portieren und die von unserer Browser-Anwendung aus aufrufen. Ein Beispiel kommt, zeige ich natürlich noch. Was sind jetzt Performance-Use-Cases? Klar, eigentlich alles, was eine hohe Rechenleistung benötigt. Sei es Video-Editing, 3D-Rendering, klar, Videogames. Eins der ersten Demo-Beispiele war Doom im Webbrowser. Natürlich, damit kann man jetzt vielleicht kein Geld verdienen, aber man kann Doom im Browser spielen. Aber natürlich gerade auch in der Wissenschaft, wenn es um 3D-Simulationen geht oder auch Kryptographie, ist WebAssembly eigentlich mittlerweile nicht mehr wegzudenken. Größere Plattformen wie Google, Amazon Music und Twitch bauen jetzt schon sehr, sehr stark auf WebAssembly, um eben genau diese Rechenleistung auszulagern. Wie kann ich das Ganze jetzt in meinen Webbrowser bringen? Dazu möchte ich eine kleine Demo zeigen. Wenn das hier klappt mit dem Umswitchen. Ein Traum. Genau. Ich habe hier einfach, sehr simpel, ist nicht so fancy. Und ich habe nicht dran gedacht, dass die Beleuchtung vielleicht doof ist, aber ich stehe total auf Dark Theme. Das heißt, wir haben hier einfach ein schönes Bild. Ich setze irgendein Bild. Wir können aber natürlich auch ein schönes Bild von Frankfurt hochladen und dann vielleicht einfach sagen, ich möchte jetzt mal den blauen Channel removen. Ich habe hier eine kleine Benchmark eingebaut, dass man sieht, wie lange das tatsächlich dauert. Im Hintergrund wird hier immer direkt Rust-Code aufgerufen. Das zeige ich dann gleich noch den Code, aber es ist immer schön, erstmal zu sehen, was es eigentlich tut. Ich kann hier ein Offset bei Red, irgendwelche schönen Bildverarbeitungsfeatures natürlich einbauen und dann auch einfach das Bild speichern. Und tada! Ich habe mein Bild bearbeitet in meinem Webbrowser. Wie funktioniert das jetzt vielleicht hinten dran? Da ich, wie gesagt, aus einer langen Angular-Zeitalter komme, habe ich mich dafür entschieden, das Ganze in eine Angular-Anwendung einzubinden. Ich möchte nicht allzu sehr auf den Code eingehen, einfach nur, dass man mal ein Gefühl dafür bekommt, wie man das jetzt einbinden könnte. Hierbei, den Rust-Code habe ich nicht selbst geschrieben, ich bin nicht so Rust-affin,
Ich habe mir eine Photon Rust Lib ausgesucht, die es im Internet Open Source zu finden gibt. Da habe ich dann gesehen, dass in jeder Funktion, wie zum Beispiel eine Filterfunktion, die auf das Bild ausgeführt wird, gibt es verschiedene Properties, die sich Wasm-Beinchen nennen. Okay, was passiert jetzt damit? Im Prinzip weiß damit der Rust-Compiler, okay, diese Funktion möchtest du also von deinem JavaScript-Code, also meiner Angular-Anwendung aus, aufrufen. Was mir dann der Rust-Compiler daraus macht, ist ein Type-Definition-File. Das heißt, kurz gesagt, einfach eine äquivalente JavaScript-Funktion, die ich dann auch wirklich aufrufen kann. Das heißt, wenn ich hier einfach die Anwendung baue, in meinem Create-Ordner liegen meine ganzen Rust-Ressourcen, wird mir dann unter dem Output-Directory, unter Photon hier, verschiedene JavaScript-Files angelegt, das WebAssembly-Modul natürlich selbst und eben diese Typing-Definition-File. Und das Coole eben daran ist, wie binde ich das Ganze jetzt ein? Da bietet mir JavaScript ein ganz einfaches Asynchron-Import. Das heißt, ich importiere genau diese Type-Definition-File in meinem JavaScript-Code. Das geht auch ganz ohne Angular, das geht auch in React und Vue und Svelte und Solid und wie sie alle heißen. Angular ist natürlich immer noch das Beste. Nein. Und dann kann ich tatsächlich mithilfe dieser Variablen alle Funktionen auf diesem WebAssembly-Modul aufrufen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel, gehen wir mal Alter Channel, das heißt, hier kann ich den Rot- oder Grün-Channel eben bearbeiten, brauche ich nichts anderes zu tun, als von diesem WebAssembly-Modul, was jetzt mittlerweile in meinem Webbrowser geladen ist, eben die entsprechende Rust-Funktion aufzurufen. Und tatsächlich ist das auch so einfach, denn gerade auch Webpack unterstützt das Ausliefern von WebAssembly-Modulen in den Webbrowser, denn das ist natürlich besonders wichtig, dass auch unser Bundler das letztendlich ausliefern kann und mitbauen kann. Der Server, der das Ganze ausliefert, muss das natürlich auch können, aber das ist mittlerweile, wir reden hier von der Vergangenheit immer noch, definitiv kein Problem mehr. Soweit zur Vergangenheit. Dann frage ich mal, Thorsten, was bringt denn mittlerweile die Gegenwart? Ja, vielen Dank, liebe Martina. Schön, als du LVVM erwähnt hast, da habe ich mich zurückversetzt gefühlt nach 1996. Da habe ich das auch benutzt. Ja, mein Name ist Thorsten, hi. Ich möchte ein bisschen über die Gegenwart sprechen und da zunächst mal beleuchten, warum glauben wir, dass WebAssembly auf dem Server, in der Cloud, die Art und Weise, wie wir Backend-Code schreiben, verändern, vielleicht sogar revolutionieren wird. Und da habe ich einfach mal vier Argumente rausgesucht, die meiner Meinung nach dafür sprechen. Das erste ist das Thema Resource Utilization. Wenn wir WebAssembly auf dem Server verwenden, können wir eine viel höhere Anzahl von Anwendungen ausführen, als wir es zum Beispiel mit virtuellen Maschinen oder sogar auch mit Containern Stand heute in der Lage sind. Und das ist natürlich auch nicht nur für uns als Kunden, als Konsumenten von Public Cloud, Private Cloud sehr, sehr interessant. Natürlich ist das auch ein immenses Interesse hinten dran von den Cloud-Betreibern, weil die natürlich bedeutend weniger Compute-Power pro Kunde allokieren müssen. Ein weiteres mit WebAssembly, ja, glaube ich, einer der Grundpfeiler von WebAssembly ist Speed, ist einfach schiere Performance. Die Tatsache bezieht sich eben nicht nur auf die Runtime-Performance, das heißt wirklich das Ausführen von bestimmtem Code, sondern das Interessante für die Cloud und für den Server ist das sogenannte Bootstrapping, also von null an, wie lang oder wie wenig Zeit benötigt wird, um ein WebAssembly-Modul hochzufahren, alles zu initialisieren, damit es Arbeit verrichten kann. Viele mögen denken, dass Container sehr, sehr schnell starten. Die Startzeit eines Containers ist extrem lang verglichen mit dem, was wir bei WebAssembly in der Lage sind zu erreichen. Als drittes, ich meine,
klar, wir sprechen von Server, wir sprechen von Cloud, dann darf natürlich das Thema Security nicht fehlen. By definition sind WebAssembly-Module isoliert. Das heißt, wir haben so, Martina hat es schon gesagt, so ein Sandboxing-Konzept, wo die WebAssembly-Module ausgeführt werden. Aber es geht noch einen Schritt weiter. Mit WebAssembly sind wir zum ersten Mal in der Lage, dedizierte Permissions an einzelne Module, das heißt an Anwendungen, zu heften, sodass das Modul 1 vielleicht in der Lage ist, eine ausgehende Netzwerkverbindung zu öffnen, während das Modul 2 das nicht darf. Last but not least, natürlich die Größe. Ich meine, das war ja schon ein immenser Schritt. Ne? Wenn ihr überlegt, von der VM, also der Hyper-V, VMware-VM, zu dem Container, das sind irgendwie, da liegen ja schon Gigabytes dazwischen. Seid ihr, ihr macht Windows-Container, ne? Aber jetzt können wir nochmal ein riesen Set an Speicherplatz sparen, weil WebAssembly-Module wirklich nur noch unsere anwendungsspezifischen Codefragmente beinhalten. So, und damit wir die Brücke schlagen können von dem Browser als Ausführungsumgebung auf den Server, brauchen wir einen neuen Mitspieler. Und das ist das sogenannte WebAssembly System Interface. Hier ist es ein bisschen umgedreht. Man verwendet, man findet überall die Abkürzung, aber nicht jeder weiß unbedingt, was WASI bedeutet. Wie gesagt, WebAssembly System Interface. Und das ist dafür, das ist eine Spezifikation, die beschreibt, wie APIs von den zugrunde liegenden Plattformen homogenisiert für WebAssembly verfügbar gemacht werden. Das Ganze passiert natürlich plattformagnostisch. Das heißt, dass es irrelevant wird, was das zugrunde liegende Betriebssystem, die Architektur oder sonstige Umstände sind. Und natürlich ist auch WebAssembly System Interface mit den Grundpfeilern von WebAssembly spezifiziert worden. Das heißt, man hat nur die unbedingt notwendigen APIs in die Spezifikation aufgenommen, um somit WebAssembly System Interface möglichst schmal zu halten und dadurch natürlich auch wiederum in die Richtung Geschwindigkeit zu contributen. Jetzt ist WASI nur eine Spezifikation. Wir brauchen also irgendein Stück Code wiederum, das eben WASI implementiert. Und das sind die sogenannten WASI Runtimes. Das heißt, die WASI Runtimes, die ist dafür verantwortlich, wenn ihr File Open sagt, auf Windows den entsprechenden Call gegen die Windows API zu machen und das Äquivalent auf einer anderen Plattform auszuführen. Das Interessante hierbei ist natürlich, dass wir als Anwendungsentwickler weiterhin unseren Code schreiben. Wir kompilieren ihn eben auf eine WASI-Compliant-Plattform und uns interessiert nicht, ob unten drunter ein Windows, ein Mac, ein Linux, was auch immer läuft. Wir haben ein homogenes API und das stellt rudimentäre Funktionalitäten zur Verfügung. Wie eben gesagt, möglichst fokussiert nur auf das, was wir unbedingt benötigen, um die Module zu instanzieren und zu starten. Und das sind Dinge wie File.io, das sind natürlich Netzwerkverbindungen, die wir aufbauen können. Und ja, so, wenn es um Konfigurationsdaten geht, was ja immer ein wichtiges Thema ist, dann haben wir hier Zugriff auf zum Beispiel Umgebungsvariablen. Das heißt wirklich rudimentärste APIs, die hier spezifiziert wurden durch WASI und von unterschiedlichen, ich sag mal, Open-Source-Projekten oder auch Unternehmen implementiert werden. Und ich habe jetzt einfach mal so ein paar aktuell populäre Runtimes hier mal aufgelistet. Der eine oder andere mag vielleicht schon mal einen Namen gehört haben, WASMer oder WebAssembly Micro Runtime. Aber der bekannteste Stand heute oder der populärste meiner Meinung nach ist WASMtime. Und WASMtime könnt ihr bei euch auf dem Rechner installieren, um dann WebAssembly-Module bei euch auszuführen. Aber wir wollen ja einen Schritt weiter schauen. Wir wollen gucken, okay, was können wir heute damit machen? Und ein Szenario, was wir aufgrund von Geschwindigkeit, Größe und der Flexibilität der Runtimes adressieren können, ist das Thema Serverless. Und zwar, Serverless ist für uns natürlich super charmant. Christian sagt immer, das ist seine Traumvorstellung. Dann gehe ich in Rente. Wenn das alles funktioniert, gehe ich in Rente. Azure Functions hat nicht geholfen, ne? Nee. Das hat die Rente nach hinten verschoben.
Nee, aber Serverless ist für uns als Entwickler sehr, sehr interessant, weil wir halt eben keine Infrastruktur mehr verwalten müssen. Wir können die Verantwortung abgeben. Jemand anderes kümmert sich um die Verfügbarkeit, um die Skalierung und um Cold Start Zeit. Außer bei Azure Functions. Da ist es ja immer wieder so ein Thema. Ne? Du schmeißt deine .NET-Anwendung dahin und das funktioniert alles ganz toll beim Testen. Dann geht mal eine Stunde keiner hin und der erste Call dauert mal wieder 3-4 Sekunden für eine simple HTTP-Anfrage. Das ist vorbei. Das können wir mit WebAssembly, ist das nicht mehr das Problem. Aufgrund dieser immensen Performance, und wir werden uns das gleich anschauen, wie schnell so ein WebAssembly-Modul instanziert wird und Arbeit verrichtet, können wir wirklich auf der Horizontalebene bis null skalieren. Und sobald ein Trigger oder ein HTTP-Call die entsprechende Route aufruft, sind wir, ich glaube, unter 10 Millisekunden ist aktuell, sind wir in unserem Code. Das heißt, wenn wir einen Breakpoint setzen würden, würde der Debugger genau schon in unserem Code stehen. In unter 10 Millisekunden. Das hört sich an wie so ein Verkaufsgespräch. Ja, geil, ne? Okay, das heißt, WebAssembly System Interface, ganz wichtig, sehr, sehr dünne Spezifikationen, sehr, sehr wenig APIs, die Zugriff auf die Plattform ermöglichen, hat daher nahezu keinen Impact auf die typischen Anwendungsszenarien, die wir damit so abbilden können. Und auch hier gibt es schon ein paar Vertreter. Und der wohl, das Unternehmen, das momentan am meisten in dieser Richtung vorprescht und Arbeit verrichtet, ist Fermion. Fermion ist ein Spin-off aus dem Microsoft Azure Team. Und die haben sich auf die Fahne geschrieben, WebAssembly voranzutreiben, die nächste Iteration der Backend-Entwicklung quasi anzustoßen. Und die haben mit Spin nicht nur eine Runtime, die auf WASM-Time basiert bereitgestellt, sondern auch ein SDK für unterschiedliche Programmiersprachen und ein Developer-Tooling, das wir jetzt nutzen können, um einfach mal loszulegen, um ein Gefühl dafür zu bekommen. Die großen Anbieter, wie jetzt hier habe ich Azure einfach mal exemplarisch rausgenommen, die lässt das Thema natürlich auch nicht kalt. Die haben ein Rieseninteresse daran. Das heißt, Microsoft experimentiert gerade damit rum in AKS, weil populärste Plattform in der Microsoft Cloud, könnt ihr euch so ein Add-on hinzufügen. Und mit diesem Add-on seid ihr dann in der Lage, WebAssembly-basierte Anwendungen bereits heute dort laufen zu lassen. Aktuell ist der Verteilungsmechanismus ist noch nicht so schön, wie er sein sollte, aber zur technischen Verifizierung und zur schnellen Iteration nutzt Microsoft selbst eben diese Plattform, um zu schauen, wie können wir unseren Kunden WebAssembly auf der Serverseite in der Cloud dann anbieten. Okay, dann wollen wir uns das mal anschauen. Ich schalte mal hier hin. Ihr seht, ich mag mein Terminal. Das heißt, wir gucken erstmal, was wir hier so machen können. Ich habe Spin bei mir lokal installiert. Wie gesagt, Spin, nicht nur Runtime, auch ein SDK und Developer-Tooling. Und Spin hat bereits so eine Reihe an Templates, aus denen ich auswählen kann, wenn ich eine WebAssembly-basierte serverseitige Anwendung erstellen möchte. Ich habe hier ein paar installiert, der Christian hat andere installiert, die er gleich zeigen wird. Aber es geht einfach mal darum, dass er so ein Gefühl bekommt. Und ihr seht, das sieht schon vom Naming her, ne? Irgendwas, was nach HTTP, auf HTTP basiert, irgendwas, was hier so Pub-Sub-Messaging macht. Ne? Das kennt man schon vom Naming, ne? Wenn man weiß, okay, wir gehen in die Richtung Serverless. Es kommt einem so ein bisschen bekannt vor. Ne? Okay, wir gehen mal aus dem Terminal in VS Code und ich habe so eine Spin-Anwendung einfach mal mitgebracht. Und hier ist vielleicht ganz interessant, es ist ein HTTP-Trigger. Ja, wir sehen schon wieder die Relation vielleicht zu so Systemen wie Azure Functions. Es ist ein Trigger, den ich hier definiere, der auf alle oder auf sämtliche Routen horcht und immer, wenn ein HTTP-Request dort eingeht, dann hier mein WebAssembly-Modul instanziert. Und das ist ganz wichtig. Jeder, wirklich jeder Aufruf kriegt eine neue Instanz des WebAssembly-Moduls.
Das heißt, es gibt keine zustandsbehaftete, keine zustandsbehafteten Probleme mehr an der Stelle und die Performance hat keine Nachteile davon. Und hier, das ist das Spin-Tommel, so ja, das Manifest der Spin-Anwendung, da verdrahtet man alles. Ne? Da könnt ihr mehrere Komponenten registrieren und könnt dann auch andere Trigger nutzen. Wie gesagt, zur Demonstration hier einfach mal HTTP. Und wie sieht so eine Implementierung aus? Hier ein bisschen Rust-Code. Das Interessante daran ist weniger die Tatsache, dass es Rust ist oder was der Code macht. Das Interessante daran ist, dass wir Stand heute schon SDKs haben, die es uns erlauben, zum Beispiel hier mit MySQL zu reden. Okay, man fühlt sich vielleicht zurückversetzt in .NET 2, ne, mit dem SQL-Client, SQL-Command und sowas. Klar, aber wir sind hier auf einem viel, viel tieferen Level, gerade was auch ne, Rust eine sehr systemnahe Sprache ist. Nichtsdestotrotz haben wir Stand jetzt schon gute SDKs, um MySQL, Postgre, Redis, HTTP halt einfach in einer produktiven Art und Weise zu verwenden. So, ich habe das hier laufen bei mir lokal. Das heißt, wir gehen mal in des Entwicklers hübsches UI, nämlich den Postman. Ich habe einen MySQL-Container bei mir lokal laufen, der die Datenbank simuliert. Und ihr seht, ich kann hier die GET-Anfrage absenden und bekomme in 13 Sekunden, geht mein Code einmal in den Keller, in die Datenbank. 13 Sekunden? 13 Millisekunden, sorry. Okay. 13 Sekunden wäre ein bisschen lang, ja. Das wäre Azure Functions gewesen. Ah ja, genau, das wäre Cold-Start-Zeit in Azure Functions, stimmt, danke. Ja, der geht jetzt hier einmal in den Keller, in die Datenbank, greift dann quasi die 3-4 Getränke ab, die dort gespeichert sind, materialisiert die Struct in Rust und transformiert das Ganze nach JSON und gibt es zurück. Relativ einfaches Szenario. Das heißt, ich habe natürlich hier nochmal den Create-Pfad, das heißt, ich kann auch hier natürlich Elemente anlegen, frage hier wieder ab und bekomme auch das 7-Up hier an der Stelle zurück. Soweit, so gut. Ne? Das ist ein relativ einfaches Szenario. Interessant wird es allerdings, wenn wir hier mal ein bisschen dagegen hauen. Und zwar, ich habe hier, hey, so einen kleinen Load-Tester einfach mal hergenommen und habe gesagt, komm, mach mal 20 konkurrierende Aufrufe oder 20 konkurrierende Threads und sende mal 1000 Requests an meinen Händler. Und wie ihr seht, das ist das Interessante, das Response-Histogramm, bis auf ein paar Ausreißer, die immer noch sehr schnell sind, spielt sich wirklich das Gros hier unter 15 Millisekunden ab. Und bei jedem dieser 1000 Anfragen wird ein neues WebAssembly-Modul instanziiert, das isoliert nur diesen einen Request verarbeitet. Ein ganz, ganz elementarer Bestandteil von der Denke, wie WebAssembly auf dem Server funktioniert. Und dass wir in der Lage sind, so Konzepte, ne, in .NET vielleicht, @scoped, ne, builder.services @scoped. Genau das Verhalten. Für jeden Request wird alles neu instanziert. Nur in einer bedeutend krasseren Geschwindigkeit. Gut, und damit möchte ich den Blick nach vorne richten, in die Zukunft und übergebe an Christian. Danke, Thorsten. Ihr seid so cool Kids on the Block. Rust, Rust, Rust. Am geilsten fand ich, als die Martina gesagt hat, tausende Zeilen Code von Rust migrieren. Von wo nach wo? Rust ist so neu und so cool. Ich meine, all das, was wir jetzt bisher gesehen haben, ist sehr, sehr, ich sag mal, nicht .NET-lastig gewesen. Ne? Und ich würde mal gerne ein bisschen nach vorne gucken und überlegen, was ist denn hier drin für uns alle auf der Basta. Und zwar möchte ich auf zwei Szenarien gucken. Zum einen mal einen Use Case, der WebAssembly wirklich sehr, sehr interessant macht. Nämlich da geht es dann um die Erweiterbarkeit von Software, egal in welcher Sprache, egal in welcher Umgebung ich mich befinde. Und
programmiere und dann natürlich auch mal schauen, was ist denn jetzt mit .NET? Weil ich meine, Sebastian, du hast gesagt, die Basta hat sich natürlich transformiert, ja, aber Basta steht ja immer noch für Basta, für Basic-Tage. Und die Basic-Tage waren die Visual Basic-Tage und Visual Basic war Teil von .NET, deswegen machen wir heute natürlich immer noch .NET. Ganz klare Schlussfolgerung. Also wir schauen auf der einen Seite nach Extensibility und auf der anderen Seite schauen wir, was wir mit .NET und als .NET-Entwickler bekommen werden. Der, beide, die Martina und der Thorsten, haben immer wieder auf die Vorteile von WebAssembly hingewiesen, sowohl in der Browser-Sandbox als dann aber auch in den Server- oder Serverless- oder Browser-less-Runtimes, wie zum Beispiel WASM-Time. Und eins davon ist eben diese sichere Ausführungsumgebung. Und wir haben ja schon alles Mögliche gesehen in der .NET-Welt, wenn es um ja, Extensibility-Modelle geht, ja. Plugins schreiben. Und da ist natürlich WebAssembly vielleicht ein relativ interessanter Kandidat. Natürlich muss man bei Plugin-Systemen immer darauf achten, dass man sich keinen Vulnerable Code einholt, ja, der irgendwelche Angriffe oder Schindluder treibt. Ich meine, da kann keine Technologie der Welt uns dabei helfen. Das muss einfach durch Code-Reviews und entsprechende Analysen und Tests und Testings natürlich versucht werden abzufangen. Aber die Art und Weise, wie wir vielleicht Code schreiben, wer Code schreibt, in welcher Art und Weise, mit welchem Tooling, könnte sich mit WebAssembly durchaus ändern. Da wir eben diese sichere Sandbox haben, können wir beispielsweise für unsere .NET-Anwendung Plugins auch von anderen mit einbinden. Ja? Wir könnten uns vorstellen, dass das Photoshop der Zukunft, was ja jetzt übrigens auch im Browser läuft, ja, so wie es die Martina ja auch gezeigt hat mit ihrer Demo, dann in Zukunft Plugins zulässt, die man eben nicht nur in C++ implementiert, sondern in Rust und vielleicht in JavaScript und vielleicht auch irgendwann mal in .NET. Und eine Möglichkeit, das zu tun, bietet uns XTISM. XTISM ist eines von diesen Frameworks und Toolkits, komplett Open Source auf GitHub zur Verfügung gestellt, was es jetzt eben erlaubt, sowohl auf der einen Seite Host-Anwendungen zu haben in allen möglichen Programmiersprachen und Framework-Umgebungen und auf der anderen Seite aber eben auch Plugins schreiben zu können. Das heißt, ich kann dann ein .NET-Plugin schreiben und kann das in meiner SPA im Browser verwenden. Ich kann ein Plugin in Rust schreiben und kann es in meiner .NET-Anwendung verwenden und so weiter und so fort. Also es wird eine sehr interessante Matrix geben werden, wo ich dann sowohl Host-Code als auch Plugin-Code miteinander kombinieren kann. Ich sage immer extra, es wird möglich sein und es wird es geben, weil das wirklich noch einiges an Arbeit ist, bis wir sowohl von den Spezifikationen und von den Standards, die dafür nötig sind, als auch natürlich dann von der jeweiligen Technologie dann wirklich dann auch soweit sein werden. Eine andere Sache ist jetzt weniger so dieses klassische Plugin-Denken und dieses Plugin-Konzept, sondern dass man Mehrwert-Features für Anwendungen zur Verfügung stellt. Ein Klassiker, der ja gerade so durch die Cloud-Native-Welt geistert, ist Dapper, die Distributed Application Runtime, wo ich dann heute Abend auch einen Talk darüber machen werde. Und Dapper stellt quasi Mehrwertfunktionalität, wie zum Beispiel vereinfachtes Publish und Subscribe, wie vereinfachtes State-Management, wie vereinfachte Konfiguration von Cloud-Native-Anwendungen einfach über ein sogenanntes Sidecar-Konzept zur Verfügung, ohne dass ich jetzt ein jeweiliges SDK brauche. Also bei PubSub muss ich nicht für RabbitMQ und für Kafka und für Azure Service Bus mir alles reinholen, sondern Dapper bietet mir da so eine Abstraktion drüber. Etwas Ähnliches können wir uns in der Zukunft dann vorstellen, auch mit WebAssembly. Wir brauchen dann keine externen Sidecar-Prozesse mehr oder sogar Sidecar-Container, sondern wir kompilieren ganz einfach diese sogenannten Application Interfaces, diese Common Application Interfaces in WebAssembly und inkludieren das dann in unseren Code, ohne aber wieder eine direkte Abhängigkeit auf die jeweils darunter liegenden SDKs zu haben und haben zu müssen. Ein experimentelles Projekt, ist wirklich sehr, sehr experimentell momentan, ist von diesem Azure Incubation Team, von dem der Thorsten auch gerade schon erzählt hat. Der eine Teil wurde ausgegründet in Fermion, der andere Teil ist immer noch intern in den sogenannten
DICE Labs oder DAIS Labs. Und die haben ein Framework gebaut namens Spider Lightning, was eben genau das abbildet. Solche Common Application Interfaces nach Art von Dapper, aber eben komplett implementiert in WebAssembly. Also wir werden hier sehr, sehr viel sehen, noch die nächsten paar Jahre, A, an Möglichkeiten und B, an Innovationen, wie wir flexiblere und erweiterbarere und vielleicht auch hoffentlich einfachere Software schreiben können. Aber was ist jetzt da drin? Ja, ich meine, die Demo mit Xtism habe ich euch gerade gezeigt, also ich spare euch die Demo des Codes, ja, weil der ist momentan nicht wirklich schön, deswegen nur der Hinweis auf diese GitHub-Seite. Was ist jetzt aber drin für uns .NET-Entwickler? Ich fange wieder vorne an, in der Past, ja, mit Martina im Browser. Wenn ich momentan .NET im Browser verwende, dann ist das, was unten drunter liegt, immer noch Mono-basiert. Das heißt, wenn wir kompilieren, wird da der monorelevante und monobasierte Teil des Compilers verwendet. Seit .NET 7 können wir unseren .NET-Code mit der sogenannten Browser-Wasm-Runtime-Identifier kompilieren und bekommen dann die Möglichkeit, über JavaScript-Interoperabilität unseren .NET-Code, zum Beispiel, wenn ich irgendeine geile Algorithmik in der C-Sharp-DLL-Assembly implementiert habe, die dann einfach ja, mehr oder weniger 1:1 im Browser zu verwenden, ohne dass ich irgendwie Blazor und sonst irgendwas drumherum habe, sondern ähnlich wie es die Martina gezeigt hat, du hast dir den Code in Rust geschrieben, sozusagen als DLL, als Module und hast dann in eine Angular-Anwendung integriert. Sowas kann ich jetzt mit .NET seit .NET 7 auch relativ einfach machen. Und dann natürlich unser bekanntes Blazor WebAssembly. Blazor WebAssembly habe ich eine ganz klare Meinung dazu. Man liebt es oder man hasst es. Ja, es gibt relativ wenig dazwischen. Blazor WebAssembly ist im Endeffekt nichts anderes als auf dieser Basistechnologie monobasiert ein Single-Page-Application-Framework zur Verfügung zu stellen. Also wir bauen unsere SPA in Form von Pages und von Components mit einer Razor-Syntax, die sogenannten Razor-Components. Das wird dann kompiliert in .NET-Assemblies. Und das Einzige, was bei Blazor WebAssembly wirklich WebAssembly ist, in der Standardausführung, ist nämlich die .NET Runtime. Ja, alles andere ist eben kein WebAssembly. Die DLLs werden dann zur Laufzeit in den Browser geladen und werden dann dort ja, mehr oder weniger interpretiert. Jetzt gibt es natürlich diesen AOT-Mode, diesen Ahead-of-Time-Compilation-Mode, der momentan so eine leichte Krücke ist, der halt versucht, wirklich alles zur Compile-Time dann wirklich nach natives WebAssembly zu kompilieren. Aber da tut sich ja schon das erste Problem auf, nämlich .NET und C-Sharp waren halt nie für solche Szenarien und für solche Umgebungen gemacht. Also so wie es heute funktioniert, funktioniert es, kommt aber auch relativ schnell natürlich an seine Grenzen. Wenn ich nämlich jetzt den Schritt rausgehen will und rausgehen muss, aus dem Browser raus, so wie es der Thorsten gezeigt hat, wieder mit Rust-Code, ja, ich bin jetzt derjenige, der die Leute wieder ein bisschen einfangen muss, ne, so. Was? Dafür sagst du Rust ganz schön oft. Ja, ich weiß, ja, Mist. Ja. .NET. Müssen wir jetzt also irgendwie gucken, wie wir aus dem Browser sinnvoll rauskommen und vielleicht diese alte Technologie auch irgendwann mal hinter uns lassen können. Ich meine, diese Tatsache können wir nicht wegdiskutieren. Ja? .NET wurde das erste Mal eingeführt 2002. 2001 haben wir schon hier in Deutschland Events dazu gehalten. Das ist jetzt wie lange her, Sebastian? 22. Ja, 22 Jahre. Ja? Ja, das ist ja, wie alt bist du? Also, tut jetzt nichts zur Sache. Ja, also doppelt, sagen wir mal. Ungefähr doppelt. Also schon sehr, sehr, sehr lange her. Ich vermute mal, der eine oder andere Teilnehmer hier drin hat es selber nicht mehr miterlebt oder noch nicht miterlebt. Und damals waren halt Desktop und ich sag mal Two-Tier-Applikationen State of the Art. Da hat keiner an verteilte Anwendungsarchitekturen, an Web so wirklich großartig gedacht, wenn es um ja, die Microsoft-Welt ging. An Cloud hat sowieso gar niemand gedacht, an Serverless. Hallo?
Wir haben damals einen Windows.NET-Server gehabt. Holger, du weißt es noch, ja? Windows.NET-Server. Jeder hat versucht, irgendwo .NET reinzubringen in den Namen. Und an Serverless und an leichtgewichtig und an überall verfügbar hat natürlich überhaupt niemand gedacht. Und das merkt man .NET und C-Sharp natürlich heute immer noch an. Das heißt, das .NET-Team in Redmond ist dabei, das Ganze zu entschlanken und zu verjüngen in Richtung Rust, ich habe es wieder gesagt, um eben das Ganze ein bisschen moderner aufzustellen und vor allem gangbarer zu machen für die Cloud und für vor allem Serverless-Szenarien, also wenn wir mal ganz ehrlich sind. Dafür gibt es momentan ein experimentelles SDK für WASI. Ja, also das, was Thorsten gerade eben vorgestellt hat, gibt es jetzt auch für die .NET-Entwickler. Und alles, was ich jetzt sage und zeige, ist entweder experimentell oder saumäßig experimentell. Ja, also das ist noch nichts production-ready, da ist noch nichts, wo man sagen könnte, oh, wunderbar, aber es geht zumindest mal los. Und wenn man sich auf den GitHub-Issues ein bisschen durchmogelt und durchliest, sieht man, dass es eventuell in .NET 8 aber kommen könnte, dass wir in der Lage sind, unsere .NET-Anwendung, unseren .NET-Code nach WASI zu kompilieren, was ziemlich cool wäre. Auf der anderen Seite gibt es einen komplett neuen Entwicklungsstrang und der ist wirklich super, hyper, duper experimentell. Das ist nämlich das sogenannte Native AOT LLVM. Wow, mouthful. LLVM haben wir schon von der Martina gehört. Das ist ja ein sehr, sehr potentes und bekanntes Compiler-Backend-Meta-Universum, so möchte ich es mal formulieren. Und Native AOT ist ja eigentlich etwas, was wir seit .NET 6 auf jeden Fall auch schon kennen und in .NET 7 dann auch wirklich dann drin haben, wo wir .NET-Code auf native Plattformen runter kompilieren können. Also x86, x84, ARM, etc. pp. Was halt noch nicht funktioniert, ist WASM. Ja, auch daran wird intern gearbeitet, dass wir dann in Zukunft nicht mehr Mono brauchen mit der ganzen Altlast, die auch da drin steckt, sondern dass wir dann über Native AOD, Native AOT mit dem LLVM-Backend dann tatsächlich echten nativen WASM-Code aus unserer .NET-Code-Basis rausbekommen. Jetzt haben wir also Browser gehabt, jetzt haben wir jenseits des Browsers gehabt, jetzt fehlt noch der letzte Schritt, um den Kreis auch wieder zu meinen VorgängerInnen zu schließen, nämlich Serverless. Der Thorsten hat es schon angedeutet, ich persönlich würde mir unglaublich wünschen, dass wir eine Azure Functions-ähnliche Serverless Runtime Execution Environment bekommen, die einfach WASM und WASI basiert ist. Das wäre einfach geil. Ja? Dann das wäre schnell, das wäre einfach, das wäre genau das, was man sich so wünscht. Da ist nicht irgendwie dieses alte Webjobs-SDK unten drunter, da müssen sie nicht versuchen, irgendwelche VMs zu pre-warmen und die als Premium-Feature zu verkaufen, ja, was nicht wirklich serverless ist und am Ende des Tages auch sehr, sehr teuer. Ich möchte einfach eine neue Functions-as-a-Service-Runtime haben. Und vielleicht bekommen wir die ja. Mit Sicherheit nicht dieses Jahr, mit Sicherheit nicht nächstes Jahr, aber vielleicht in Bälde. Und um überhaupt heute mal starten zu können, ähnlich wie es der Thorsten gerade gezeigt hat, gibt es eben jetzt auch eines, ja natürlich, ein experimentelles SDK für Fermion Spin. Und da wollen wir einfach mal gucken, da möchte ich euch einfach mal zeigen, was heutzutage alles da ist und was heutzutage alles möglich ist. Wie gesagt, überall klebt groß experimentell drüber. Also, wir schauen mal rein. Das ist hier eine ganz normale ASP.NET Core Web API Anwendung, beziehungsweise hier Minimal API, dürfte jedem mehr oder weniger bekannt vorkommen. Ist auch gar nicht wichtig, was das Ding wirklich tut. Das einzige Interessante ist, hier oben der Web Application Builder, der verwendet irgendetwas, was uns nicht so geläufig ist. Und in der C-Sharp Project, also in der CS Project Datei, referenziere ich jetzt hier dieses WASI SDK und den WASI ASP.NET Core Server Native NuGet Package. Das sind jetzt eben diese experimentellen Pakete, die Microsoft uns schon zur Verfügung stellt, um eben .NET Code nach WASI zu kompilieren. Was dann hinten rausfällt,
ich gehe mal hier rüber in den Release-Ordner, ist eine ASP.NET Core Web API on WASI.WASM. Also es fällt ein einziges WASM-Kompilat hinten raus. Ja, keine DLLs und keine anderen .NET-Ismen, sondern wirklich ein WASM-Modul. Und dieses WASM-Modul kann ich dann ausführen, jetzt wird es hier ein bisschen unübersichtlich, mit WASM-Time. Eine von diesen WASI-Runtimes, über die der Thorsten auch gesprochen hat, die in Spin dann schon integriert ist, aber ich mache es jetzt hier mal bare-bones, wirklich auf meinem Mac und kann dann hier diese Anwendung starten. Und jetzt, das schaut wieder total unspektakulär aus, Leute, ja? Aber diese ASP.NET Core-Anwendung wurde kompiliert nach WebAssembly, hat 10,8 Megabyte, ist komplett in sich geschlossen, eine fully-fledged Anwendung, die kann ich jetzt überall hinschmeißen, wo ich WebAssembly ausführen kann. Ich brauche keinen Docker, ich brauche kein .NET, ich brauche gar nichts. Ich brauche nur WebAssembly-enabled Runtimes. Und auf der anderen Seite, gehen wir mal hier hin, auf der anderen Seite gibt es eben dieses Spin-SDK, also wieder für Fermion Spin, wie wir es vorhin schon in Verbindung mit Rust gesehen haben. Da hat man dann auch wieder sein entsprechendes Toml, also die Metadaten, um dann das Routing, die Konfiguration zu haben, wo findet Spin welche Module. In dem Fall hier ist es tatsächlich ein .NET-basiertes Modul in C-Sharp geschrieben, was dann über das WASI-SDK und das Spin-SDK komplett kompiliert wird nach WASM, ja, das heißt auch hier wieder die gleiche Idee wie gerade eben bei Barebones ASP.NET Core, jetzt eben hier diese Serverless-Implementierung über Spin und am Ende des Tages habe ich dann halt einen ganz einfachen HTTP-Händler. Sehr, sehr experimentell, wie gesagt, das Programmiermodell hier ist noch alles andere als rund und alles andere als final und alles andere als so, wie ich es mir als .NET-Entwickler vorstellen würde. Aber wir gehen alle schon die richtigen Schritte in die richtige Richtung. Und das ist mir eben ganz wichtig. Okay. Damit wären wir eigentlich auch so langsam am Ende. Also ihr habt jetzt relativ viel gesehen von der sehr, sehr jungen Vergangenheit von WebAssembly, von der aktuellen und sich immer weiterentwickelten Gegenwart von WebAssembly bis hin zu, naja, die nächsten 3 bis 5, vielleicht auch manchmal 7 Jahre, wo sich WebAssembly hinentwickeln kann und wahrscheinlich auch hinentwickeln wird. Wir drei glauben, und wir sind nicht die einzigen drei, die das glauben, sondern da glauben auch noch ein paar andere Leute dran, WebAssembly ist jetzt heute schon ein sehr, sehr wichtiger Baustein, Technologiebaustein und wird es auch in Zukunft bleiben und noch mehr werden. Wir werden durch WebAssembly jetzt nicht unbedingt neue, großartige Architekturen erfinden müssen, sondern WebAssembly ist am Ende des Tages nur ein technologischer Enabler. Oder wie wir gerne sagen, am Ende, wenn alles richtig gut funktioniert, ist WebAssembly ein Compiler-Target. Ja? Das ist eigentlich das Ziel. Dass wir als Anwendungsentwickler zwar wissen, was WebAssembly ist und was es uns bietet an Möglichkeiten, aber dass wir uns um Gottes Willen nicht mit diesem Bytecode auseinandersetzen müssen und natürlich auch gar nicht mit den Details von WASM, aber dass wir natürlich wissen, was ist WASM, was ist WASI und wie kann ich zum Beispiel die Security-Features, die mir WASM und WASI zur Verfügung stellt, wirklich auch für mich zum Vorteil nutzen. Daher, dieses Future-Build, das ist wirklich genau so gemeint, wie es da abgebildet ist. Und ich nehme gerne wieder den berühmten Kühlschrank als Target. Ja? Alle möglichen Microcontroller, Edge-Devices, Cloud, Server, Serverless, Browser sowieso. Wir werden tatsächlich in der Lage sein, WebAssembly-Code überall schnell, klein, schlank und sicher ausführen zu können. Da geht aber noch ein bisschen Zeit vorbei und wird noch ganz viel Wasser den Main, den Rhein und unsere anderen Flüsse runterfließen. Denn sowohl auf der Spezifikation, sondern auf der Standardseite muss noch einiges getan werden. Stichwort Martina, DOM-Access im Browser. Was ist denn damit? Ne? Da wird noch einiges passieren müssen. Stichwort Multithreading, Stichwort
für die .NET-Entwickler relativ interessant vielleicht Garbage Collection, Stichwort Component Model, was der Thorsten vorhin ganz kurz erwähnt hat. Also da wird es noch einiges geben, was getan werden muss, sowohl von den Gremien als auch von den Industriegrößen. Das, was wir euch heute gezeigt haben in den Demos, bis auf das von Martina, weil das ist ja die Vergangenheit, ja, die funktioniert ja. Alles das, was da Thorsten und ich mit Rust und mit .NET und Rust, jetzt führe ich wieder .NET, gezeigt habe, ist natürlich noch sehr, sehr in den Kinderschuhen. Also sowohl die Technologien als auch das Developer-Tooling. Da wird natürlich noch einiges passieren müssen und wir glauben auch passieren werden. Unser Aufruf ist aber, macht euch wirklich heute firm und vertraut mit WebAssembly im Browser, jenseits des Browsers, für Server, für Serverless, für Extensibility-Modelle, von mir aus mit Rust, aber vor allem natürlich schaut auch in Richtung C-Sharp und .NET. Und eine letzte, allerwichtigste Nachricht und Demo ist, man kann auch einen Commodore C64 in WebAssembly im Browser ablaufen lassen und dafür würde ich mich dann wirklich, wirklich interessieren und freuen, wenn ich ganz viele von euch heute Abend zur Night Session um 20.15 Uhr begrüßen dürfte und könnte, wo ich dann mit dem Jörg Neumann zusammen einfach mal ein bisschen wirklich echte Vergangenheit, 8-Bit-Vergangenheit 1982 Revue passieren lassen möchte. Und in der Zeit merkt euch einfach die URL, wenn gerade ein Vortrag mal wieder langweilig ist. Ihr könnt es auch auf dem iPhone spielen. In diesem Sinne, vielen Dank Martina, vielen Dank Thorsten und danke euch fürs Zuhören. Danke. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank, Martina Kraus, Thorsten Hans, Christian Weyer für diesen Ausblick. Und tatsächlich, ich glaube, wir haben wirklich gelernt, WebAssembly is something, müssen wir im Auge behalten. Besten Dank. Und du hast ja wirklich auf unvergleichliche Weise jetzt nochmal zwischen Future und Past irgendwie einen Bogen geschlagen, ja, was dann heute Abend in der Session noch zu erleben ist. Wir haben einen echten C64 dabei, ich sag's nur, ihr dürft ihn anfassen. Unfassbar, streicheln. Nicht nur eine alte Tastatur. Das ist keine alte Tastatur, wie es gestern so ein 21-jähriger Jüngling gemeint hat. Ja. Jede Menge Zukunft war das jetzt hier und jetzt auf der Buster in über 80 Sessions. Heute, morgen und übermorgen geht es natürlich auch um ganz viel Gegenwart in ganz vielen aktuellen Technologien. Ich wünsche euch viel Spaß, wahnsinnig viele neue Erkenntnisse und eine fantastische Konferenz für uns alle. Vielen Dank.